Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal gehen wir am Samstag natürlich nach Paris-Vincennes. Da wartet eine Gruppe Highlight auf uns. Bold Eagle kommt wieder auf die große Bahn, auf das Plateau de Gravel. Er trifft auf Propulsion. Am Sonntag gehen wir nach Düsseldorf. Da haben wir zwei tolle zweijährigen Rennen für Sie vorbereitet. Und da laufen sehr starke Pferde mit einem englischen Gast. Aber zunächst zum Samstag, der Super Samstag in Paris-Vincennes. Tolle Rennen an diesem Wochenende hier. Ein Portland ist auch noch genannt. Der läuft hier mit Björn Gopier. Aber wir schauen natürlich das große Rennen an, den Prix de T, das Gruppe 2, ein Rennen der UET Master Serie über 2,7. Und ganz besonders ist hier zu erwähnen, dass hier auch Wallache laufen dürfen. Also, hier werden wir einen tollen Wallach sehen. Das Rennen hochdotiert 380.000 Euro. Ja, und das Rennen, wenn Sie sich zurückerinnern, wurde ja mal von Aubryon Duguerre gewonnen hier. Der schlug damals im peitschenden Regen Bold Eagle. Also, gehen wir mal rein ins Programm hier. Sprechen wir erstmal über den kreisenden Adler, der immer noch ja, seine Kreise kreist. Er steht bei 4,6 Millionen Euro Sieggewinnsumme hier. Das ist der achtjährige Gurato-Starter Bold Eagle. Das Pferd hier letztes Mal knapp gewonnen in Mons, das war wirklich ganz, ganz knapp. Davor gab es einen vierten Platz, das war über 1600 Meter in La Capelle, da ging er dann innen ein. Sie haben ein bisschen was gemacht mit ihm, muss man sagen. Er sieht auch anders aus vor seinen, ja, vor seiner Schlappe hier, da sah er nicht mehr so gut aus, vor allem letztes Mal. Im Amarik, da ging er ja gar nicht mehr so richtig gut, aber sie haben etwas gemacht, haben damals noch gesagt, wenn ein Canstumier weg ist, dann werden wir ihn nicht mehr laufen lassen. Er war weg, sie haben ihn dann nochmal ein bisschen hochtrainiert und plötzlich ging er wieder. Aber dieses Mal trifft er auf ganz andere Pferde als zuletzt und er wird sich nochmal steigern müssen, denn er trifft hier auf seinen ewigen Widersacher Propulsion. Das ist der Amerikaner aus dem Stall von Daniel Reden. Ja, und dieses Pferd hatte immer so seine Probleme mit längeren Distanzen als 2100 Meter. Aber Daniel Reden, der hat ihn hinbekommen letztes Mal in Orbi hier über 3140 Meter. Da ist er zum Sieg geflogen, hoch überlegen. Ein wirklich tolles Pferd hier. Und vielleicht klappt es ja diesmal hier im nächsten Jahr mit dem Amarik. Aber dafür muss er sich auf der Distanz, ja auf der 2,7 Distanz auf dem Plateau de Gravelle in Vincennes noch beweisen. Dann gehen wir weiter. Die Wallache, Clean Game hier. Ein tolles Pferd aus dem Stall von Jean-Michel Bazier hier. Genauso wie Bel Aves, die beiden Wallache. Ja, und die treffen hier jetzt endlich mal auf die wahren Gegner. Clean Game, ja, der hat ja eine Serie von Einsen gehabt. Letztes Mal hat es ein bisschen gewackelt, aber Bazier so richtig ausgefahren hat er ihn nicht, denn er will hier dieses Rennen schnappen. Aubryon Duguerre ist ja dadurch einen Trainingsunfall ja, ums Leben gekommen. Deswegen Clean Game, er soll in seine Fußstapfen treten. Bel Aves hier, auch tolles Pferd, geht mit dem Sohnemann, mit Nicolas Bazier. Auch das Pferd ist natürlich zu beachten. Dann haben wir noch Milligan School drin, aus dem Stall von Stefan Melander, den wir ja auch kennen, der ja mit Naglo tolle Erfolge feiern konnte. Also tolle Rennen hier am Samstag in Vincennes. Und dieses Rennen gewinnt für mich aber Propulsion, denn der hat letztes Mal in Abi gezeigt, dass er auch über die Stierdistanzen gehen kann. Geht von hinten auch immer gerne weite Wege, hat dort auch tolle Leistungen gezeigt. Und deswegen hier Euan Kilström hier mit Propulsion, der Tipp für mich im Prix de T am Samstag in Vincennes. Dann geht es weiter nach Düsseldorf hier. Wir haben ja letzte Woche gesehen in Baden, Gayat hier, der ist ja zum Sieg geflogen, mit ganz, ganz vielen Längen überlegen. Ja, und am Arc, ja, Toto ist ein bisschen runtergegangen. Bei den Engländern steht er 12:1, bei den deutschen Buchmachern ein bisschen weniger. Das war natürlich eine Demonstration seiner Leistung mit einem tollen Pedigree. Also mal gucken, ob der in Able vielleicht ärgern kann. Diesmal geht es hier in Düsseldorf weiter, am Sonntag noch München-Riem. Also einiges zu wetten. Wir gehen das BBG-Aktionsrennen hier. Und hier haben wir ein tolles Pferd von Andreas Suberitsch, bei dem die Form, die Stahlform endlich mal wieder angestiegen ist. Er sattelt hier No Limit Credit. Das Pferd ist zwar noch sieglos, kommt aber aus guten Rennen. Und hier könnte es klappen. In Horn noch beim Debüt hier ja gegen Alison hier geschlagen. In Baden dann auch nochmal hinter Allison hier, Alison und La La Land. Aber das gute Pferd Alison, das war natürlich ein Top-Pferd aus dem Gröschelstall, wie der angeflogen kam. Unfassbar. Und No Limit Credit, solche Pferde wie Alison sind hier nicht drin. Deswegen für mich ein ganz starkes Pferd hier, was man beachten sollte. Amaran hier aus dem Grevestall, der hat hier zwei Starter, der sowieso mit den zwei Jähren aus allen Rohren feuert.
Hat in Frankreich auch gute Erfolge feiern können. Kommt aus dem Formstall, wie gesagt. Kam in Köln auch hinter La La Land ein. Das war schon ein bisschen weiter weg. Muss sich hier weiter steigern, um zu gewinnen. Aber wird am Toto, denke ich mal, stärker eingeschätzt werden als Savaro. Denn der war schon mal vor Hamaron. Aber letztes Mal, da ging er als 14 zu 10 Favorit unter. War besser gesagt Zweiter. Das hätte er gewinnen müssen. Also auch dieses Pferd noch sieglos. Prinz Percival aus dem Klugstall gewann in Köln gegen einen Stallgefährten. Schwer einzuschätzen, was diese Form wert ist. Für mich aber ohne Wenn und Aber, No Limit Credit. Der Sieg sollte zu Andreas Suboric gehen. Das Pferd ging für mich ganz stark in Baden und diese Konkurrenz ist hier nicht am Start. Deswegen noch ein guter Kurs auf No Limit Credit im BBGAG Auktionsrennen sichern. Dann geht es weiter in den Juniorenpreis. Auch hier wieder ein Listenrennen, zweijährige Pferde, 1600 Meter, also ein bisschen längere Distanz. Und hier sattelt Henk Rewe wieder einen Favoriten, wie schon so viel in vielen Rennen, in den zweijährigen Rennen in Deutschland. Rubaiyat hier, das Pferd, hoch überlegen mit Mirko Sanna gewonnen, das war in Dresden. Da war ja die ganze Bahn drauf, der war von vorne bis hinten angesagt. Die Art und Weise, wie er gewann, war klasse, hat natürlich nicht die große Konkurrenz geschlagen. Aber mehr als überlegen gewinnen kann er nicht. South Africa aus dem Stall von Waldemar Hixt. Bahn- und Distanzsieger, das sollte ihm zugutekommen. Der Maxiosohn schlug ein Grevepferd. Letztes Mal schwer einzuschätzen, auch was diese Form wert ist. Ein Frankel-Nachkomme hier wird gesattelt. Frankel Storm von Mark Johnson, das war der Engländer, den ich vorangesprochen habe. Ein Hingucker, muss man sagen. Sieht man nicht oft in Deutschland. Aber das Pferd letztes Mal 8 Längen. Ja, hinter dem vorletzten, also ganz, ganz weit weg. Gewann davor auf Boden schwer, also ist aber auch auf gut gelaufen. Ganz schwer einzuschätzen, muss man sagen. Vielleicht, wenn es regnet, kann man den mal mitnehmen in die Zweierwetten. La La Land hier, jetzt über eine längere Distanz. Da sagen die Quoten eigentlich eher, ja, das Pferd ist Außenseiter. Aber gute Form hat er, aber ich traue ihm auch nicht so richtig zu, dass er diese 1600 Meter kann. Pretorius enttäuschte als Favorit gegen South Africa. Auch dieses Pferd ist nicht zu unterschätzen. Ganz schweres Rennen, um anzusagen, Rubaiyat, der kann alles sein. Der kann ein Crack sein, der kann hier seine Meister finden. Aber ich gehe mit South Africa, denn der Sieg hat mir sehr gut gefallen. Er kennt die Bahn, er kennt die Distanz. Also das sind schon gute, markante Zeichen, das für einen Sieg hier spricht. Deswegen für mich South Africa hier der Sieger im Juniorenpreis am Sonntag in Düsseldorf. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche euch ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.